Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ich bin gerade auf dem Weg ins Office. Wir setzen uns an die Finalisierung der letzten Kollektion in diesem Jahr, und zwar der Winterkollektion, weil die Black Friday Kollektion ist schon fertig. Und aus gegebenem Anlass habe ich mir gedacht, nach 20, 25 Minuten Grübeln im Auto eben, mache ich mal ein besonderes Real Talk Video. Und zwar wird Peso 6 Jahre alt. Ich brauche kein Geheimnis drum zu machen. Ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gesehen, deswegen brauche ich da jetzt nicht groß drum rum zu quatschen. Peso wird 6 Jahre alt und das ist wirklich eine unfassbare Zahl. Und da habe ich gedacht, wollte ich mal ein paar Worte zu sagen und habe auch eine kleine Aktion für euch vorbereitet als kleines Dankeschön. Ja, bevor ich ein paar Worte sage, sage ich erstmal was zu der Aktion, weil das wird wahrscheinlich die meisten Leute von euch interessieren und nicht mein blödes Gequatsche. Also von euch aus gesehen, am Dienstag wird Peso 6 Jahre alt, da habe ich einen Instagram-Account erstellt und da haben wir losgelegt, die ersten Sachen zu releasen. Ich weiß, damals noch diese weißen Hoodies mit diesen Sturmmasken drauf und so, das war eine super crazy Zeit. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wer damals noch dabei war. Auf jeden Fall haben wir uns überlegt, zu dem Anlass machen wir einen Rabatt von Dienstag 12 Uhr bis Mittwoch 12 Uhr mittags. Also ihr müsst nicht bis 0 Uhr wach bleiben, um den Rabatt genießen zu können. Machen wir 6 Euro auf alles. Das heißt, wenn ihr ein T-Shirt kaufen wollt, gibt es 6 Euro Rabatt. Wenn ihr 2 kaufen wollt, gibt es sozusagen 12 Euro Rabatt. Weil jedes Piece im Shop ist sozusagen 6 Euro reduziert, inklusive auch der Socken. Also Doppelpack Socken kostet nicht 12,90 €, sondern 6,90 €. Korrekt, korrekt. Das auf jeden Fall dazu. Ist nur eine kleine Aktion. Es bringt auch jetzt nicht so viel, weil viele der Raws 4 zum Beispiel sind schon ausverkauft seit Release. Das ist super ärgerlich, aber die Nachbestellung kommt auf jeden Fall auch nächsten Monat. Deswegen keine Angst, dafür ist gesorgt. Jetzt aber zu den paar Worten, die ich sagen wollte. Peso ist 6 Jahre alt. Was bedeutet das für mich? Das ist erstmal eine unfassbar lange Zeit. Ich mache Peso, also seit ich knapp frisch 18 geworden bin, habe die GmbH dann gegründet und so weiter. Und ich weiß noch, am Anfang, als ich mit Fashion angefangen habe, da haben einem super viele Leute versucht, Steine in den Weg zu legen. Die Fashion-Szene war damals echt ekelhaft, aber auf eine andere Weise als heute. Das ist gar nicht als Front gemeint, aber die Leute, die damals schon am Start waren, die wissen, es ist nicht immer angenehm gewesen. Vor allem als junger Typ, der als YouTuber sozusagen da reinkommt, da wird er halt immer gesagt, ja, ey, nee, kann man nicht ernst nehmen, bringt nichts und so weiter. Und natürlich war das damals auch designtechnisch noch nicht so ein Level, wie es das heute ist oder so, ne? Also ich kann es auch in gewisser Weise verstehen. Aber in der Zeit, in den 6 Jahren, da wurde so viel geleistet. Wir haben quasi eine neue Szene erschaffen, würde ich fast schon sagen. Also Streetwear in Deutschland, das habe ich natürlich jetzt nicht erschaffen. So, das soll gar nicht falsch klingen. Ich will mir da auch nicht mehr Hack zusprechen, als es mir gehört. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. So dieses, man sich ein Ziel setzen und daran glauben und das versuchen durchzuziehen. Und wie viele Marken es seit 2016 gibt, die aus dem Nichts auf einmal kamen und jeder macht so sein Ding, und ich feiere das einfach übertrieben, weil es das einfach vorher nicht gab. Und das ist ja auch etwas Nices, wenn es viele Leute gibt, die etwas machen, weil dann, ihr wisst ja, Konkurrenz belebt das Geschäft. Das heißt, die Sachen in Deutschland, die werden immer besser. Das ist super crazy. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt einfach jetzt super viele Marken, die alle irgendwie was Geiles machen wollen, und das trägt halt dazu bei, dass einfach die Produkte immer besser werden, die Qualität und so weiter. Wenn ihr mal die deutschen Produkte mit irgendwelchen Ami-Brands vergleicht, da spielen wir aber ganz, ganz weit mit vorne, und die können sich eher von uns eine Scheibe abschneiden. Das ist wirklich sehr, sehr krass. Was für mich auch noch ein wichtiger Punkt ist, wozu ich auch noch was sagen wollte, wofür ich auch sehr dankbar bin, ist, dass ja, ich mich auf YouTube in letzter Zeit, ihr habt es ja wahrscheinlich gemerkt, ein bisschen zurückgezogen habe und alle Leute da so total viel Verständnis hören. Vielleicht juckt es auch einfach keinen, dass vielleicht juckt es auch einfach keinen, dass wir weniger Videos machen. Nee, aber natürlich bekommt man ab und zu Nachrichten, ey, wann kommt wieder ein Video, wann ist das und das, und reagier mal da drauf und so weiter. Aber ihr wisst ja, erstmal zu diesem Reaction-Thema, da bin ich ja drauf gekommen, weil ich damals in meine erste eigene Wohnung gezogen bin und gemerkt habe, ey, ich habe nach meiner Ausbildung jetzt übelst viel Zeit und weiß gar nicht, was ich damit alles machen soll. Da habe ich auch bei Peso noch nicht so viel selber gemacht wie jetzt. Und habe dann einfach so Reaction-Videos hochgeladen, weil es lustig war und so weiter. Aber im Endeffekt, es war auf jeden Fall eine lustige Zeit und das wird jetzt auch nicht aufhören oder so. Aber es ist klar, dass das halt weniger wird, weil ich halt einfach natürlich, ich finde mich auch sehr unterhaltsam.
Ich finde, das ist auch in letzter Zeit super schwer geworden, weil auf YouTube, es gibt einfach super wenig coolen Content und das merkt ihr wahrscheinlich auch bei anderen Leuten, die irgendwelche Reactions hochladen. Es ist einfach nicht mehr so 100% die Wave. Wenn Sachen da sind, die mich 100% interessieren, dann ziehe ich mir die gerne mit euch zusammen rein. Aber so auf Krampf jeden Tag da was hochladen, das ist schwer. Und Fashion-Videos, so, das mache ich immer noch gerne, aber halt auch, wenn was da ist, was halt zu sagen ist. Ne? Und das sind halt auch die Gründe, warum ich ein bisschen von der Bildfläche verschwunden bin, weil ich es auch einfach geisteskrank feiere, dass Peso unabhängig von mir immer besser läuft. Das ist ja das Geilste, was ich mir hätte vorstellen können, dass Peso unabhängig von mir gefeiert wird. Nicht, ja, Peso, das ist Justins Brand, das kaufe ich mir jetzt, weil ich ihn halt feiere. Das wäre ja dann sozusagen Loki Merchandise. Und deswegen, dafür bin ich super dankbar, dass Peso einfach so super eigenständig ist. Das sieht man ja auch dadurch, dass das in anderen Ländern, in nicht deutschsprachigen Ländern, in ganz anderen Märkten funktioniert. Und das ist einfach eine richtig krasse Bestätigung für mich, dass die Produkte einfach geil sind und das ganze Team halt gute Arbeit leistet. Genau aus dem Grund mache ich auch nicht bei irgendwelchen Sachen mit, wofür ich angefragt werde, was auch gar nicht böse gegenüber solchen Sendern oder Events gemeint ist, wie zum Beispiel, sage ich jetzt mal, den About You Award habe ich abgelehnt, den Galileo TAF Beitrag über mich habe ich abgelehnt, Late Night Berlin sollte ich mit Marc Gebauer hin, ich glaube, das hat der Marc dann alleine gemacht, weil ich will mich einfach nicht so in den Vordergrund rücken und feiere das mehr, wenn Peso für sich gefeiert wird und nicht einfach noch mehr Wirbel um meine Person ist, weil ich bin jetzt seit 10 Jahren dabei, seit 10 Jahren steigende Aufmerksamkeit, sage ich mal, in der Öffentlichkeit und es ist auf Dauer ein bisschen anstrengend, deswegen ist es auf jeden Fall super nice, dass mein Baby Peso auch ohne das funktioniert und ich mich nicht irgendwie verstellen muss und bei irgendwelchen Leuten einschleimen muss oder zu irgendwelchen Sendern gehen brauche oder so. Deswegen, ja, ich glaube, sogar eine Netflix-Doku wurde mal angefragt, das hat mir mein Management erzählt. Die wissen aber, dass ich so ein bisschen anti gegen irgendwelchen Reportagen, Sendern oder Dokus über mich bin. Deswegen ehrt mich das auf jeden Fall und ich will auch niemandem zu nahe treten, der das dann macht oder dann die Chance nutzt, wenn ich sie sozusagen ziehen lasse. Aber es ist einfach nicht so mein Ding und das ist einfach so das Geilste für mich. Einfach, no joke, ich kann jeden Tag ins Office gehen von morgens bis abends und das erfüllt mich einfach geisteskrank und deswegen dafür bin ich einfach super dankbar, das machen zu können alles. Das ist richtig, richtig nice. Und dann kann ich abschließend noch sagen, also zu den meistgestellten Fragen, der Peso Raws Restock, der kommt im Mai. Ich weiß, es dauert ein bisschen lang, aber gut, Ding will Weile haben, ist nicht umsonst. Die heißt Quality Basics hier im Game. Die Summer Raws mit kurzen Hosen, das wird auch sehr, sehr oft gefragt, die kommen im Juni. Und die Sommerkollektion kommt im Juli. Dann ist erstmal wieder ein bisschen Pause. Aber ja, das dazu. Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuhören von meinem Gequatsche hier. Ich hoffe, ihr konntet mitnehmen, dass ich super dankbar dafür bin, für den ganzen Weg, auf dem ihr mich begleitet habt, was einfach in den letzten 6 Jahren daraus geworden ist. Es ist super crazy, dass sich einfach daraus so eine richtige Szene gebildet hat und eine eigene Community und so. Das ist richtig crazy und dafür wollte ich mich einmal bedanken. Und ja, dann bin ich auch jetzt tatsächlich schon angekommen hier im Office. Leute, macht's gut, passt auf euch auf. Von 12 Uhr Dienstag, 12 Uhr mittags bis 12 Uhr mittags am Mittwoch, 24 Stunden, 6 Euro Rabatt auf alles im Peso-Shop. Ja, danke euch, macht's gut. Peace.